Letos! Hallo, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sehr gut. Oh! Oh! Vielen Dank. Herzlich willkommen. Was tut's gut? Dankeschön. Und der Satz des Abends heute heißt doch wohl, wir hätten unentschieden verdient gehabt. Aber diese Ballkünstler, diese Zauberer. Ich muss sagen, mir gefallen diese brasilianischen Künstlernamen. Bitte? Ja, ich spreche vom Fußball. Gestern war doch Fußball. Adidas gegen Nike, Deutschland gegen Brasilien. Ja, und wir haben 2:1 verloren. Und Berti Vogt hat gesagt, Ronaldo war abgemeldet. 88 Minuten lang. Nur dann ist er eben einmal weggelaufen und hat das Tor geschossen. Aber bis dahin nichts gesehen. War so. Und diese, darf man das eigentlich in den letzten 2 Minuten noch ein Tor schießen? Ja? Ronaldo ist ja ein Künstlername, genau wie zum Beispiel Tofu oder Zagallo oder der Mittelfeldstar El Nino. Der links außen mit den weißen Haaren und den roten Augen, oder ist es umgekehrt, Albino. Ja. Und wenn Diego Armando Maradona Brasilianer wäre, dann wäre sein Künstlername selbstverständlich El Cocaíno. Ich finde übrigens, ich habe ja die Nachbereitung hinterher angeschaut mit Waldi Hartmann. Berti nimmt doch Platz. Und ich finde, Berti ist sehr, sehr, sehr viel ruhiger geworden, oder? Im Vergleich zu früher. Er ist richtig cool geworden, seit er im Gervais-Obstgarten Kühe hütet. Ist beruhigt. Ja. Und noch ein Spieler, muss man sagen, hat uns gestern schwer beeindruckt. Jürgen Klinsmann fand zu seiner alten Form zurück. Ja, das war so. Ein Mann hat auch Berti enttäuscht, ja, auf Nachfrage von Waldi. Berti, was sagst du denn dazu? Jürgen Kohler spielte, als wäre er völlig Struß. Ja. Dummes Faul. Dummes Faul. Die ARD hat ja dann noch 4 Stunden Nachbearbeitung gemacht, hinterher, mit Waldi und Gerhard Delling. Ach, da kommt ja auch Mario Zagallo, nimm doch Platz, Mario. Und ich freue mich, dass er hier ist. Dann kam zum Schluss und er legte sozusagen eine Matte der Trauer über diesen Abend. Winnie Wilfried Schäfer. Nach 12 Jahren rausgeschmissen in Karlsruhe. Ja. Raus, gell? Mal, ich hab den Präsidenten gesehen, ja. Ja. Der Präsident Schmiede hat gesagt, ich bin schwer gefallen, aber wir mussten entlassen, gell? Er wurde rausgeschmissen, wirklich auf eine Art, dass man sagt, das ist ja, als ob er bei einem Fernsehsender arbeitet. Wobei man sagen muss, nein, das stimmt nicht, weil Winnie wurde angerufen, wenn sie beim Fernsehen rausgeschmissen werden, erfahren sie es aus der Zeitung. Und wir haben heute, meine Damen und Herren, eine Sensation. Und ich weiß gar nicht, ob Ihr Bildschirm erotisch das aushält. Setz dich ein bisschen weiter weg, machen Sie noch eine Sicherheitsglasscheibe davor. Wir haben heute das Duell. Sie wissen, letzte Woche war bei uns zu Gast Anina. Anina, das Power Girl aus Bremerhaven. Und in dieser Woche hat sie eine Konkurrentin bekommen und sie heißt Laila. Wow! Und dieser Name klingt schon wie, aber es ist nur ein Bruchteil dessen, was sie erwartet. Ja. Freuen Sie sich drauf. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Duell unserer beiden Power Girls. Sie ist blond, sie ist sexy, sie ist gefährlich. Anina. Hallo, ich bin die Anina. Anina will unsere neue scharfe Ische sein. Ich will eure neue scharfe Ische sein.
Hier ist eine, die etwas dagegen hat. Layla. Sie ist rassig, sie ist sexy, sie ist... Auf zu labern, Mann. ...etwas vorlaut. Auch Layla will unsere neue scharfe Ische sein. Heute Abend das Duell der Super-Ischen. Live. Nur bei uns. Außerdem haben wir Gäste, auf die man sich nur freuen kann. Meine Damen und Herren, eine wunderbare Kollegin, eine großartige Kollegin, früher lange Jahre bei der Münchelach- und Schießgesellschaft gewesen, dann seit vielen, vielen Jahren bei ihrem ZDF und den Mann, vor dem wir viele Abende hier schon gelebt haben, indem wir einfach seine Körpersprache interpretiert haben. Den Frauenschwarm des ZDF aktuellen Sportstudios. Bei uns zu Gast heute Abend Sibylle Nicolai und Michael Steinbrecher. Und Sie wissen es, das hier ist unsere Adresse. An diese Adresse schicken Sie bitte Ihr Video. Wenn Sie eine kleine Firma haben, einen Familienbetrieb, dann können Sie bei uns die große, tolle Werbung präsentieren. Und heute ist es bestimmt unter den Top 3 meiner Lieblingsvideos, die kleine Firma, die heute die große Werbung bei uns präsentiert. Schauen Sie mal rein. Die nachfolgende Werbung wird Ihnen präsentiert von Übersetzungsbüro Roman Zukowski, Liebigstraße 10, 76 135 Karlsruhe. Sie investieren in Polen. Sie wollen sich aber dort nicht über den Tisch ziehen lassen. Deswegen brauchen Sie einen Dolmetscher. Mich. Ich verfüge über das Fachwissen, Stempel und modernsten Kommunikationseinrichtungen. Auch unser nächstes Thema, ein Thema zum Liebe-Erotik-Festival. Auch der nächste Kollege kommt vom ZDF, Sie kennen ihn alle, das ist der Cerno Jobatai, der Superstar des ZDF-Morgenmagazins oder wie wir sagen, Frühstücksfernsehens. Und heute lasen wir so groß in den Fachorganen Gala und Bunte, hat Cerno Jobatai etwas mit Mel B? Und viele Ältere werden sagen, wem? Mel B von den Spice Girls. Die sensationelle, megamäßig aussehende Mel B. Sie haben sich ganz zufällig kennengelernt, und zwar abends. Da war es so, es war 4 Uhr morgens und Mel B ging von der Arbeit nach Hause und Cerno ging zur Arbeit. So ist das, ein Spice Girl und der Moderator des Frühstücksfernsehens. Mel B sieht sensationell aus. Eigentlich gar keine typische Frau für einen ZDF-Moderator. Die typische Frau für den ZDF-Moderator sieht eher so aus wie Nick von den Backstreet Boys. If you wanna be my lover, if you wanna be my lover. Wie ist das eigentlich so mit einem Moderator des Frühstücksfernsehens? Sagt er direkt nach dem Orgasmus, so und jetzt das Wetter? So ein Beruf prägt. Und ich glaube, dass die anderen Spice Girls total eifersüchtig sind, wenn sie das von Mel B hören. What? Who? You fuck with the Moderator of Frühstücksfernsehen? Wow! Forget Oasis! Forget Leonardo DiCaprio! Wow! I'm a Barbie girl in a Barbie world. Erinnern Sie noch an diesen Knaller-Hit? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Davon haben wir auch lange, lange Wochen gelebt. Ja? Und die Gruppe, die diesen Hit hatte, heißt Aqua. Und Aqua hat einen neuen Hit. Und ich finde toll, dass die Gruppe mich eingeladen hat, in ihrem Video mitzuspielen. Tolle Sache. Harald Schmidt singt die größte... Oh Gott, Herr Pfarrer,
Das durften wir heute lesen in Bunte. Die ehrliche Erotik-Beichte von Fernsehpfarrer Jürgen Fliege. Und Sie wissen, Jürgen Fliege hatte einen schweren Autounfall. Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Und er hat jetzt eine ehrliche Erotik-Beichte abgelegt, wie Bunte schreibt, in Bunte. Und Sie wissen, es war eine Frau mit ihm im Wagen und da wird schon wieder gemunkelt. Und diese Frau heißt Frau Seitz. Und Jürgen Fliege äußert sich dazu und er sagt, seit Jahren predige ich für mehr Erotik. Ich sage immer, bitte mehr Körper und Heiliger Geist, weniger Dogmen. Und so lebe ich auch, ich liebe die Menschen. Wie soll ich aus der Sakristei rauskommen und vor meine Gemeinde treten, wenn ich die Menschen nicht liebe? Ich versuche, ein Gefühl der Erotik zuzulassen. Frage, gilt das auch für Frau Seitz? Ja. Nächste Frage, mal ganz ehrlich. Haben Sie eine intime Beziehung? Antwort, nein. Ich spreche von erotischen Beziehungen, nicht von einer körperlichen. Dazwischen liegt für mich die Grenze. Das scheint ein bisschen schwierig nachzuvollziehen zu sein, aber hier unten wird es eigentlich sehr präzise. Schauen Sie. Hier. Stimmt es, dass Sie eine Vorahnung hatten, dass das Schicksal es in diesem Jahr nicht gut mit Ihnen meint? Ja. Ich hatte ja schon diesen Schlittenunfall. Einer meiner Ratgeber für die Sendung, ein Astrologe, sagte mir, im Februar, März wird alles neu. Und meine Frau hat mit einer Freundin in die Zukunft geschaut und sehr deutlich gesagt, Jürgen, aufpassen, leg einen Gurt an. Der Unfall, die Gerüchte rund um Sie und Frau Seitz, das bedeutet doch etwas. Bestimmt. Der Vater der Welten will mir etwas sagen. Aber was? Ich frage mich und ihn ständig, was willst du von mir? Wo willst du mich hinführen, wo ich nicht hin will? Was soll das alles? Sie haben keine Idee? Nein, ich habe nur eine Ahnung. Ich muss mein Leben ändern, in einem ganz wichtigen Bereich. Und seien Sie sicher, ich werde rauskriegen, wo. Und dann wird es passieren. Alles okay. Bei Pastor Fliege. Und Millionen von Fans schauen jeden Nachmittag zu, wenn Pastor Fliege seine Gäste in der Talkshow zu Gast hat. Und damit Sie ihn besser verstehen, möchten wir Ihnen diesen rätselhaften und hochinteressanten Mann einmal ein bisschen genauer vorstellen. Passen Sie gut auf. Frühjahr 98. Eine Meldung erschüttert Deutschland. Meine Damen und Herren, der beliebte Fernsehfahrer Jürgen Fliege ist gestern vermutlich bekloppt geworden. Das Bunte-Interview beweist es. Aber warum? Was hat dem sympathischen Plauderpastor derartig in die Rübe gehagelt? Die Gehirnerschütterung nach seinem glimpflich verlaufenden Autounfall? Wir meinen nein. Flieges Geistesstörung kündigte sich schon weit vorher an. Und zwar als sich Fliege diese Gans kaufte und sie tags darauf gegen vier Ziegen eintauschte, mit denen er bis zur Erschöpfung spielte. In dieser Zeit begannen auch seine wirren Tagebuchaufzeichnungen. Habe heute wieder versucht, meiner Gemeinde gegenüber Erotik zuzulassen. War schön. Auch der Kontakt zu Mechthild Seitz Ziegler wird immer besser. Ich liebe sie, aber natürlich nur auf einer rein geistigen Ebene. Das spüre ich vor allem immer, wenn wir im Auto pimpern. Aber nicht nur sein Tagebuch weckte Befürchtungen. Ein Kamerateam, das Fliege heimlich beobachtete, machte beklemmende Bilder. Erst sang er nur schrullige Lieder. Vorwärts die Rosse traben, stundenlang tut der Zorn und weiß ich den Weg auch nicht. Doch dann erschütternd. Nochmal. Tja, und dann sprach er noch mit dem Auto. Ich bin ganz nett mit dir. Sehr großzügig, sehr bequem und irgendwo auch sehr verschwiegen. Und wenn man sich nur trennen muss, deine Wege gehen dahin, meine Wege gehen dahin, dann bleibt einem ja nichts mehr, als sich zu sagen, weißt du was? Meinen Segen hast du. Pass gut auf dich auf. Kein Zweifel, da fehlt mehr als eine Tasse im Schrank. Frau Fliegel kann einem leid tun. Hoffen wir, dass sich Jürgen wieder fängt, damit wir so etwas nie wieder sehen müssen.
Es ist soweit. Ich darf Sie jetzt zu Hause warnen. Wenn Sie das durchschnittliche Alter eines ZDF-Fans haben, das heißt, wenn Sie Mitte 70 sind und noch vollrüstig, dann bitte schnallen Sie sich an, denn jetzt kommt unser Duell der Super-Ischen. Sie alle kennen Anina, das Power-Girl aus Bremerhaven. Letzte Woche hat sie Millionen von Männern bei uns den Schlaf geraubt. Und seit heute hat sie eine Konkurrentin. Und ich sage nur eins, urteilen Sie selbst. Hier ist Layla Aydin. Hallo Layla. Wow. Toll. Nimm Platz, Layla. Bitte, ja? Mäßigung. Dein erster Fernsehauftritt? Ja. Und du machst das super professionell. Echt? Wirklich, wie du dich verbeugst und wie du hier rauskommst und jede Sekunde ausnutzt. Ja, richtig klasse. Du bist Türkin? Ja. Noch in der Türkei geboren oder schon hier in Deutschland? Ich bin im Urlaub geboren. Du bist im Urlaub geboren. In Spanien? Nein, nein. In der Türkei. In der Türkei. Jetzt lebst du hier in Deutschland. Was arbeitest du? Ich bin Kellnerin. Das ist ja toll. Was für eine Art von Restaurant? Mein Chef sitzt da irgendwo. Hier im Zuschauerraum? Ja. Ja? Irgendwo. Der hat sich verschickt. Ja, hi. Das ist der Chef. Können wir den auch sehen, den Chef? Da, der mit dem blauen Hemd und dem grauen Weste. Mit seiner Frau zusammen. Sehr sympathisch. Das ist dein Chef? Mhm. Ja. Was ist das für ein Restaurant? Ein mexikanisches Restaurant. Aber mein Chef ist Türke. Ja, natürlich. Also, das ist doch auch. Hauptsache die Mexikaner. Kocht ihr auch mexikanisch oder einfach scharf? Scharf. Ja. Egal was, scharf. Layla, das Tolle für uns ist dieser Mann hier, den Millionen von Türken nicht nur lieben, sondern verehren. Wirklich, mich sprechen Türken auf der Straße an und sagen, der kommt nie zu euch. Das ist ein Superstar, dem gehören Restaurants. Und ist das so? Lahmacun-Kette. Pizzakette. Pizzakette? Mhm. Und ist er ein solcher Superstar, Ibo, in der Türkei? Er ist Michael Jackson in der Türkei. Wirklich? Mhm. Aber er spricht normal. Ja, oder auch so hoch. Also ein richtiger Megastar. Echt? Und du kennst ihn? Also nicht persönlich, aber ich kenne alle Filme. Ja? Ist ja echt Hammer. Hast du sogar mal in einem Video von ihm mitgespielt? Nein. Nein, aber du hast alle Videos aufgezeichnet. Ja. Ja. Was ist so das Tollste, was er macht? Er macht Shows, er singt. Er hat eine wunderbare Stimme. Sehr erotisch. Ist er ein Frauenschwarm? Nein. Also meinen, ja. Okay. Dein Typ? Was ist dein Typ von Mann so? Groß. Ja? Auf jeden Fall, ja. Bei meiner Größe wäre es auch komisch, ne? Ja, wie groß bist du? 1,81. Das ist doch toll. Ist das unangenehm? Nein, wenn du bei mir bist, auf jeden Fall nicht. Ja! Weil du so groß bist. Wenn du bei mir bist. Leider. Sie ahnen, habe ich zu viel versprochen? So, Layla, du kennst unsere Show und du weißt, dass wir eine Nachfolgerin für Pam suchen. Und du kennst auch deine Konkurrentin. Ja. Ja? Habt ihr euch hinten schon gesehen? Ja. Versteht ihr euch? Ja. Mögt ihr euch? Ja. Okay, es ist Konkurrenz, aber bleibt fair. Ja, aber du bist, wenn ich das so sehe mit den Fingernägeln, du bist schon eine Frau, die bereit ist zu kämpfen. Ja, wir wollen sehen, wie das hier abläuft, meine Damen und Herren. Es ist soweit. Hier kommt unser bisheriger Top-Favorit, Power Girl aus Bremerhaven. Bitte schnallen Sie sich jetzt an für Anina! Anina, das ist jetzt ein bisschen länger als eine Woche her, dass du das erste Mal bei uns warst. Ja, ja? 2 Wochen, ne? Hat sich dein Leben jetzt irgendwie verändert seither? Also, ich muss sagen, die Resonanz war schon größer, als ich es erwartet hätte. Wie war die? Wie haben Leute auf dich reagiert? Also, ich habe schon ein paar Anfragen gekriegt von irgendwelchen Fernsehsendern. Die wollten Interviews mit dir machen? Ja. Ja? Hast du da drauf eingewilligt?
Ich war am Sat.1 Frühstücksfernsehen bei Marlene Lufen. Wie war das? Waren die nett zu dir? Ja, war nett. Ja. Du hast jetzt auch einen Manager. Seit letztem Mal. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, weil mein Telefon nicht mehr stillstand. Und ich war ein bisschen genervt und auch irritiert, weil ich halt nicht wusste, wie ich mit den ganzen Angeboten umgehen sollte. Ja, was waren das dann? Waren da auch, sag ich mal, obszöne Anrufe dabei? Oder, hey, ich hab dich bei Schmidt gesehen, du, voll geil. Auch in der Richtung? Nee. Kein einziger, hey, du scharfes Teil. Nee, ja? Solche Anrufe hatte ich nicht. Da hast du es gar nicht gehört, als ich angerufen habe. Okay. Wir kommen zu unserem ersten Test. Und Sie sehen schon, meine Damen und Herren, es ist ein Intelligenztest. Und zwar für mich in der Reihe, wie baut man das eigentlich genau auf? Nämlich so. So baut man das auf. Und ich darf dich, Anina, als sozusagen Titelverteidigerin bitten, dass du erstmal unsere supermodernen Hightech-Kopfhörer aufsetzt, die hier per Computersteuerung von unserer Decke kommen. Eine sogenannte Musikdusche. Setz die bitte auf, damit du nichts hörst, damit der Wettbewerb okay bleibt. Sie können mal hören, kurz, was Anina für Musik zugespielt bekommt. Das ist Musik, die reingeht, aber trotzdem gut zu hören ist. Laila, ja. Du wirst jetzt als Erste diesen Test hier machen, und zwar folgendes. Hier ist ein Schiff, ein Kahn. Oh. Ja, es ist ein klassischer Test. Hier sind eine Ziege, ein Wolf und ein Kohlkopf. Mhm. Ja? Ziege, Wolf und Kohlkopf. Müssen auf die andere Seite. Ja. Ja? Du darfst immer nur einen von den dreien im Boot mitnehmen. Du selber ruderst das Boot als eine Fährfrau der Liebe. Ja? Du weißt, der Wolf frisst die Ziege frisst den Kohl. Du musst also sehr genau überlegen, wen nimmst du als Ersten wie mit. Bitte. Anina hört nichts. Wir können uns da vergewissern. Ja. Sonst wäre es unfair. So. Ich kenne den Witz irgendwoher. Ich habe das schon mal gehört. Aber es ist kein Witz, es ist ein Test. Also Rätsel. Egal. Okay, ja. Fangen wir mal an, ich helfe dir auch ein bisschen. Was nimmst du als Erstes? Nicht rein, ich habe hier die Lösung, weil ich selber, ist sehr kompliziert. Hm. Also ich sage mal einen Tipp, als Erstes nimmst du die Ziege mit. Ja? Weil der Wolf frisst ja keinen Kohl. Hm? Ja, aber auf der anderen Seite ist das egal, wer ihr zuerst den Fight oder was. Du solltest auf der anderen Seite nicht so die Kombination haben, dass man sich hier nicht frisst, aber da. Weißt du? Du darfst nicht zum Beispiel die Ziege und den Kohl hier rüberfahren, weil die sich dann da fressen, aber nicht dort. Können wir das nicht einfach so machen? Das geht ganz schnell. Ist nicht die korrekte Lösung, aber ich würde sagen, ganz schön clever. Lass ihn mal gelten. Jetzt setzt du die Teile auf. Ja? Wir tauschen den Platz. Anina, hast du was gehört? Ja, Musik. Ja, du kennst diesen Test. Laila hat ihn sensationell gelöst. Ziege, Wolf und Kohlkopf müssen hier rüber. Du darfst nur eines mitnehmen und musst aufpassen, dass nichts zurückbleibt, was sich gegenseitig frisst, weil der Wolf frisst ja die Ziege und die Ziege frisst den Kohl. Ja. Bitte. Nur eines mitnehmen und du selber steuerst den Kahn, also du fährst. Ja,
den Kohl. Das hätte den Vorteil, da kann der Wolf die Ziege gleich fressen. Ach so. Fang mal an. Jeder kann schon mal. Jeder kann sich mal irren. Es muss so sein, dass du... Also Wolf und Ziege können nicht hier bleiben und Ziege und Kohlkopf auch nicht, weil jeweils ein... Oh, eins das andere fressen würde, ja? Also als erster Tipp, fang mal mit der Ziege, wenn du die Ziege zuerst mitnimmst, ja? Okay, also kommt die Ziege mit. Nein, du fährst mit der Ziege rüber. So, rüber, jetzt stellen wir die Ziege hier ab. Jetzt fährst du zurück. Was holst du jetzt? Jetzt hole ich den... Wolf. Wolf. Fährst den Wolf rüber, stellst ihn ab. Was machst du jetzt? Tja, jetzt hol ich den Kohlkopf, ich weiß nicht. Ja, aber jetzt frisst ja der Wolf die Ziege. Jetzt frisst der Wolf die Ziege, ja. Der Trick ist, du musst jetzt die Ziege wieder mitnehmen. Rüber, die Ziege da lassen. Den Kohlkopf rein, rüberfahren, Kohlkopf hier, leer zurück, Ziege rein, rüber und da sind wieder alle drei. Ja. Aber ist schwer, ist schwer. Ihr habt es auch nicht gewusst. Löse auf sie. So, machen wir mal weg. So, Ruhe bitte, wir kommen zur Punktevergabe. Ja, nimm doch ab. Ja. So, wie ist der Punktestand nach der ersten Runde? Es steht, das dauert ein bisschen. Es steht 1:1. Ja. 1:1. Ja. Da sind uns die Punkte ein. Jetzt stimmen die Punkte. Ein Punkt für Laila, ein Punkt für Anina. So, jetzt kommen wir zu einer künstlerischen Aufgabe. Und zwar haben wir hier zwei Lippenstifte. Einmal für Laila, einmal für Anina. Und ihr seht, wir haben hier eine Kamera, da ist eine 3 drauf und eine mit einer 1. Ich würde sagen, Anina, du gehst zur 3, Laila, du gehst zur 1. Und ihr malt jeweils ein Porträt der Konkurrentin drauf, also du malst Laila und Laila malt Anina, schreibt den Namen drunter, aber gehen wir doch schon mal zu den Kameras. Ihr müsst das Ganze in Spiegelschrift schreiben, weil der Zuschauer sieht es ja spiegelverkehrt. Ja? Das heißt, Laila hier und Anina da und ich würde sagen, du kriegst den Stift nicht auf. Jury, das gibt natürlich einen Punkt Abzug. So, dann würde ich mal sagen, klick, die Wette gilt. Hallo. Habe ich was falsch erklärt? Ihr bringt mich ganz durcheinander, ihr kleinen Ludern. Hier sind, Ruhe bitte, diese zwei Dinger hier sind Kameras, ja, eine 3, eine 1. Du malst hier drauf ein Porträt von Anina und Anina malt hier drauf ein Porträt von Laila, ja, und drunter schreibt ihr den Namen der Konkurrenten, aber in Spiegelschrift, weil der Zuschauer sieht es ja spiegelverkehrt. Dali, klick! Du bist fertig, ja. Anina? Ja, fertig. Dann können wir bei dir die Uhr stoppen. Laila. So, danke. Hier ist der Stift. Können wir das mal sehen? Es sieht bei beiden fantastisch aus. Anina und Laila. Das heißt, wir entscheiden jetzt mit dem Applausometer. Jetzt sind Sie gefordert, meine Damen und Herren. Wer ist der Meinung, dass unsere
Anina das hier am besten gemacht hat. Und jetzt natürlich dasselbe für Laila. So, das heißt, danke. Das heißt, ganz klar, einen Punkt für jede der beiden Damen. Es steht 2-2. Ja. Damit unentschieden, nach der ersten Runde. Wir sehen euch beide wieder in den nächsten Wochen und machen dann Teil 3 bis 11 des Wettbewerbs. Es war fantastisch. Danke, dass ihr hier wart. Danke, Laila. Danke, Anina. Bis nächste Woche. Ciao. Hier ist er. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, war, als ihn Dieter Kürten entdeckte, der jüngste Sportstudio-Moderator aller Zeiten. Und er hat die sehr erfolgreiche Reihe Steinbrecher. Und herzlich willkommen, Michael Steinbrecher. Das war aber auch schwer. Mit dem. Das war schwer, fand ich, mit der Ziege und dem. Das ist gar ja, nicht also ich hätte es auch nicht gewusst, man hat es mir aufgeschrieben. Ja? Siehst du das manchmal, wenn wir dich tänzerisch ein bisschen nacharbeiten? Ja, klar. Also ich muss sagen, das erste Mal hatte ich es nicht gesehen. Dann hat mir ein Freund eine Kassette zugegeben. Ja. Und ich habe mir gedacht, eigentlich gut nachgemacht. Ja, bist du nicht beleidigt? So viele sind sauer. Nee, ach, sag mal, also ich rede ja viel mit den Händen. Und ich höre immer wieder, Mensch, du fuchtelst zu viel mit den Händen rum. Aber was wäre die Alternative? Also ich könnte mich hinsetzen und versuchen, ganz seriös zu sein. Ja. Und versuchen, jetzt gesetzter zu sein. Und am Anfang hat man mir auch gesagt, ich soll mich so hinsetzen, dann hier ein Kärtchen hin, dann kann die Kamera den nicht in den Schritt fahren und so weiter. Ja, dann sieht die das alles nicht. Und dann habe ich so da gesessen und hatte hier mein Kärtchen. Ja. Ja, und dann habe ich mir die Sendung angeguckt, habe gedacht, wer sitzt denn da? Das bist nicht du. Ja, eben. Nein, das ist aber so hingesetzt und ich rede mit den Händen und das wird auch so bleiben. Und wir aber sind kannst ja du ruhig nachmachen. Nein, wir sind ja froh, wenn jemand uns so Material bietet. Ja? Ja, eben. Sag mal, du hast diese beiden Wahnsinnsfrauen gerade gesehen. Wahnsinn, ja. Absolute Mega, oder? Das ist der Hammer. Wahnsinn, ja, das stimmt. So. Also, ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, ich hätte mich auch nicht entscheiden können. Also zwischen zwei, den beiden. Ja, 2-2 ist gerecht. Jetzt sag mal Hand aufs Herz. Wir alle haben hier Nagano gesehen. Olympische Winterspiele. Ja? Okay. Christin Otto. Ja. Und Michael Steinbrecher. Ja. War da was? Das knallte ja förmlich aus der Matscheibe. Das knallte? Oder? Ja. Ach, wir haben uns überlegt, also sie hat 8-mal am Tag diesen Nachrichtenblock. Und ich könnte mich natürlich hinstellen und sagen, und das wäre ja normal, und jetzt wieder zur vollen Stunde Christin Otto und Kompakt. Und das an 8 ZDF-Tagen 64 Mal hintereinander. Und das hätte ich langweilig gefunden, da wäre uns auch im Studio langweilig geworden. Ja. Und so haben wir immer andere Überleitungen gefunden. Ich habe anders also versucht, sie einzuleiten, sie hat sich was einfallen lassen, damit das ein bisschen, damit auch mal was passiert. Ja, und das ist ja gut angekommen. Es ist viel passiert. Ja. Aber ging das denn irgendwie privat hinterher weiter, dass man sich noch weiter einleitet? Ja. In den, das ging weiter. Wir haben im Deutschen Haus etwa? Nein, nicht im Deutschen Haus. Da war ja die andere Crew mit Wolf-Dieter Poschmann. Aber wir sind immer noch im Hotel gewesen und saßen dort auch sehr lange zusammen. Allerdings waren noch 10 andere dabei. Wir saßen immer noch so bis 4 Uhr da und haben uns getroffen im Team und haben noch ein bisschen uns das gut gelassen. Also haben wir sozusagen mit unseren Wünschen da was reininterpretiert, was definitiv nicht stattgefunden hat? Ja, ich glaube ja. Gut, das hätten wir dann damit auch glaubhaft... Nee, ich bin auch froh, dass wir das hier ausräumen konnten. Ja, du weißt, wie einen sowas belastet und so. Ne? Ja, nee, und, ist klar. Das wenn ist man da mit so einem falschen Vorwurf leben muss. Ja, das ist manchmal hart, aber ich glaube, damit müssen wir leben. Ja. Was ist denn mit deiner schönen Serie Steinbrecher und? Ja, die geht weiter.
Aber ja, erstmal schön, dass du die schön findest. Ja, weil das sind ja Leute wie Anthony Quinn und so, das ist ja genau beneidenswert, mit denen bist du ja etliche Tage zusammen unterwegs. Ja. Und das Ding ist einfach, also es ist natürlich immer aufwendig, weil man muss erstmal die Leute bekommen, die warten ja nicht auf einen, also Anthony Quinn sagt dann nicht, hey, hallo und klar, das würden wir gern machen, mehrere Tage rumziehen. Das heißt, eine Recherchearbeit, erstmal an die Leute ranzukommen. Ja. Dann Vorbereitung, dann hinfahren, dann Schnitt und das dauert immer und Ende des Jahres haben wir aber 6 neue Folgen. Wer wird da dabei sein? Ja, wenn ich das jetzt sagen würde, also wir haben schon... Dann kommen andere und schnappen dir die weg oder die? Nein? Nein, das auch, vielleicht. Ja. Das kann wirklich sein. Also es wird was aus einem ganz anderen Bereich, der nichts mit Schauspielerei zu tun hat. Und so soll es eigentlich auch weitergehen. Nicht, dass man sich festlegt und sagt, da Hollywood und Schauspielerei und das mache ich dann auch immer. Das, so soll es nicht sein. Du musst ja als Moderator im Sportstudio eigentlich neutral sein. Du kannst mir so ein bisschen Sympathien aufblitzen lassen und so. Aber das stimmt, eigentlich muss man neutral sein. Ja. Hast du einen Lieblingsverein? Ich habe Fußball gespielt früher. Kurz vor dem Profi, ich weiß, ja. Naja, das ist, so will ich es nicht unbedingt sagen. Aber ich habe für Dortmund gespielt und für Gladbach gespielt. Und ich glaube, dass es normal ist, dass für die Vereine, für die man mal gespielt hat, dass da auch das Herz hängt. Ja. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, deshalb ganz untypisch vielleicht für einen Dortmunder, aber Schalke und die anderen Vereine auch. Aber das heißt nicht, dass ich gerade in der Sendung jetzt da stehe und sage, hey, der Verein muss gewinnen oder der Verein muss gewinnen. Ist die deutsche Fußballmeisterschaft schon gelaufen? Nee. Wirklich wahr? Nee, glaube ich nicht. Also in der letzten Woche oder nach dem 9-Punkte-Vorsprung hat jeder gesagt, es ist gelaufen. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, das kann doch gar nicht gelaufen sein. Weil, ich meine, es gab schon, das hört sich so 9 Punkte, durch die Punkteregelung hört sich das so viel an. Das waren früher 6 Punkte. Ja. Und bei 7, 8 Spieltagen ist das doch noch nicht viel. Also kann doch alles passieren, glaube ich wirklich. Ja, aber gut, das heißt ja, Kaiserslautern müsste 3-mal verlieren und die Bayern müssten 3-mal gewinnen, mindestens. Ja, kann aber passieren. Ja? Würde ich das freuen? Oder willst du auch das? Da bin ich neutral, ehrlich jetzt. Das soll... Ich meine, das muss man sehen, wie die dann die Saison verläuft und muss natürlich schon sagen, dass Kaiserslautern bisher toll gespielt hat. Aber wenn Bayern jetzt einen Schlussspurt hinlegt und Kaiserslautern nervös wird, kann alles passieren. Kriegst du denn manchmal gesagt, wenn du Gäste hast, wenn Uli Hoeneß kommt oder so, also bitte, ihr könnt mich alles fragen, aber nicht nach den Bayern, oder könnt ihr da richtig hart an die rangehen? Ja, eigentlich schon. Also ich mache keine Vorgespräche, die jetzt inhaltlich sind, wo ich mir dann irgendwelche Fragen verbieten lasse oder so. Das passiert nie. Was ich gerne mache, ich fahre gerne vorher hin, um mich zu informieren, um was rauszukriegen. Ja. Gestern war ich zum Beispiel in Leverkusen, weil Samstag Christoph Daum kommt. Und dann bin ich immer beim Training, gucke mir das an, weil man da oft Sachen mitkriegt, die man nicht in der Zeitung lesen kann. Zum Beispiel? Ja, ach, ich habe mit Rüdiger Vollborn zum Beispiel geredet und der hat mir auch erzählt, wie jetzt seine Situation aussieht. Und man sieht, wie viele Zuschauer beim Training sind, nämlich nach wie vor keine oder kaum welche. Ja. Und bei Leverkusen. Ja. Das habe ich neulich gesehen. In der Süddeutschen Zeitung habe ich gelesen, der große Unterschied. Bei den Bayern stehen beim Training Teenies, die halten Transparente hoch, da steht drauf, Scholli, fick mich. Ja, wirklich wahr. Das ist bei den Bayern 100%. Und bei Borussia Dortmund sieht es beim Training so aus, als würde immer das Altersheim einen Bus Rentner zum Meckern vorbeibringen. Ist das so? Hast du das auch beobachtet? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass bei beiden Vereinen mächtig was los ist. Und in Leverkusen eher weniger. Da waren mal viele da, ich habe das damals miterlebt mit Rudi Völler. Als Rudi Völler zum ersten Mal zum Training kam, da war das auch voll. Aber ansonsten mal positiv gesehen kann man sagen, können sie in Ruhe arbeiten. Aber negativ gesehen kann man auch sagen, ein paar Leute, könnte auch Oberliga sein. Ja. Keiner, der reinruft, hey, ihr faulen Säcke. Ja. Ja, das ist wirklich was. Ja. Also ich glaube, dass wenn man verloren hat und man geht am Sonntag oder am Montag zum Training, dass man da die direkte Reaktion spürt. Und das ist leider in Leverkusen nicht so. Aber ich meine, ansonsten hat sich der Verein toll gemacht. Kann man ja natürlich nicht sagen. Und gegen Real rauszufliegen ist ja keine Schande. Oder glaubst du eigentlich, dass Jupp Heynckes zu Bayern München kommt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja? Ich habe es gelesen, dass da... Und Winnie Schäfer, hast du es gesehen gestern mit Waldi? Als ich gesagt habe, Winnie, das war hart, aber ja, habe ich komm gesehen. Habe ich gesehen, ja. Geht einem sowas nahe, als knallharten Sportjournalisten, der objektiv ist und abends sagt, schlaf gut, Christin. In deinem Zimmer. In deinem Zimmer, genau. Also wir erleben ja sowas ja öfter. Die Leute kommen, Trainer kommen und sind gerade entlassen worden. Natürlich geht es denen nicht gut. Und ich glaube, gerade für Winfried Schäfer, wenn man 15 Jahre oder auf jeden Fall eine lange, lange Zeit für einen Verein arbeitet, da auch viel reinsteckt und dann
entlassen wird, natürlich geht dem das nahe. Und ich glaube, man muss dann schon versuchen, nachzuvollziehen, was in so einem vorgeht. Auch wenn es schwer ist, weil man ja nie in der Situation war. Klar. Und wer ist schon 12 Jahre beim selben Verein? Ja, genau. Ja. Meine Damen und Herren, es ist jetzt etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich habe mich völlig in der Zeit verkalkuliert. Aber Sie haben das ja, glaube ich, gerade vorhin miterlebt. Warum? Und Das hatte Gründe. Sowas ist ja menschlich. Aber es ist mir heute extrem unangenehm, weil es ist... Es trifft einen Gast, die wirklich eine liebe, liebe Freundin und langjährige Kollegin von mir ist. Und ich möchte Sie zumindest kurz rausbitten. Wir wollten Sie dann nicht noch für 2 Minuten hier zu einem kurzen Gespräch einfach rausholen. Sie muss so schnell es geht wiederkommen. Aber ich möchte Sie zumindest noch hier zu uns auf die Bühne holen, um ihr sagen, tut mir wirklich leid und ich entschuldige mich. Herzlich willkommen, Sibylle Nicolai. Nein, nein, setz dich hier. Sibylle, das ist mir wahnsinnig peinlich. Es ist mir noch nie passiert. Und es gab schon Gäste, wo ich gesagt hätte, naja, wäre zu verschmerzen gewesen, wenn es mir passiert wäre. Ja? Und bei dir? Wo wir so wirklich so innige Erinnerungen auszutauschen gehabt hätten. Ja, und das bleibt jetzt noch unser Geheimnis. Und wir verraten das den Zuschauern das nächste Mal. Und du musst mir versprechen, dass du einfach so schnell es geht zu uns wieder kommst und dann planen wir das richtig ein und dann vertändel ich mich nicht und dann bist du hier ein Gast, wie das dir gebührt. Ja? Okay. Entschuldige und bis zum nächsten Mal. Ja. So, ich danke dir, mein Lieber. Dankeschön und gute Nacht. Ich habe fertig. Entschuldigung.